Ja, Wiedersehen macht Freude. Besonders bei so einer hübschen und netten Dame wie Chantal. Der letzte Part ist jetzt schon 6 Monate her, ich weiß. Und ich nehme jetzt auch direkt auf meinem PC das Spiel auf. Von der PS4. Ich habe die PS4 jetzt am PC angeschlossen. Ich nehme das nicht mehr direkt von der Konsole auf, weil dann kann ich Parts aufnehmen, die länger als 15 Minuten gehen. Und das, denke ich mal, ist wesentlich sinniger, als wenn ich die ganzen Parts in 15 Minuten unterbringe. Also in Fall B. Legen los. Und oh nein. Ich glaube, ich weiß nicht nur noch ganz dunkel, was ich tun muss. Wo ist nochmal die Karte? Ich meine... Nee, zum... Da ist ja der Kampfturm zu meiner Rechten. Von da komme ich ja. Also ich glaube, ich muss nochmal in den Wald gehen. Ich habe ja einen Schlüssel bekommen. Und soweit ich mich richtig erinnere, war das Schlüsselloch... Das war jetzt voll intelligent von mir. Das Schlüsselloch war im Wald. Wenn ich nur irgendwo eine Warp-Statue finden würde. Ich muss nochmal auf die Map gucken. Sorry, ich hätte besser vorhin geguckt, aber... Okay, da hinten ist eine. Ein paar Steingolems versperren den Weg und ich hätte vielleicht mal das Rumble-Feature ausschalten sollen. Das ist ja gewaltig hier. Habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Autsch. Das ist Krabi. Das hat echt weh getan. Ich habe ein halbes Herz verloren, ja? Wie kannst du so grausam zu mir sein? Das ist doch... Das geht doch nicht. Ja, oh, verdammt. Ich dachte, ich komme nicht mehr dran, aber ich kam noch dran. Aber dann kam der andere Golem und meinte, er müsste mitmischen. Ich hoffe, man hört das Bumblepack nicht. Das ist dann komisch, wenn man die ganze Zeit hier was vibrieren hört. Man könnte was Falsches denken. Wobei ich natürlich nicht hoffe, dass ihr was Falsches denkt. Ich nehme doch mal an, dass ihr alle liebe, brave Zuschauer seid, die niemals schmutzige Gedanken haben. Ja, den kleinen Gegner habe ich einfach mal ignoriert. Slimer! Komm hier! Komm hier, genau. Komm hier! Komm her! Ah, bis zur Warp-Statue ist noch ein weiter Weg. Ich muss erstmal den ganzen Bogenschützendarm vorbei. Ich dachte schon, was komme ich da nicht hoch? Aber natürlich komme ich da hoch. Meine Güte! Okay, ein Herz füllt ein ganzes Herz auf. Im Nachfolger Pirate Curse war das, glaube ich, so, dass ein Herz nur ein Viertelherz auffüllt. Genauso war das. Wenn ich jetzt noch mal wüsste, wie ich mich verwandeln kann. Genau, mit dem Affen so. Einmal kurz gedanced. Schon sind wir ein Affe. Hätte eigentlich gleich so bleiben können. Genau. Man merkt, glaube ich, dass ich das Spiel 6 Monate lang nicht gespielt habe. Aber da kommen wir wieder rein. Also ich komme da wieder rein. Warp-Statue! Beam mich hoch! Wohin darf ich dich diesmal bringen? In den Wald, bitte! Ah, Moment, da hinten ist ja die Auswahlmöglichkeiten. Okay. Wirrerwald, bitte hierhin absetzen. Ah, wir beamen uns. Wie wunderbar. So, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wo diese vermaledeite Tür war. Ich meine da direkt unter mir, ein paar Ebenen unten. Wenn ich jetzt so bloß noch mal wüsste, wo ich springen kann. Also springen im Sinne von die Ebene wechseln. Ich meine, hier ist irgendwo ein Feld. Dreh dich bloß nicht um, dann tut's auch nicht so sehr weh, mein Freund. Ah, okay, hier sind wir, glaube ich, richtig. Dann nochmal hierher. Oh, hey, du miese Spinne! Dann müssten wir eigentlich... Genau, ich meine, hier ist die verschlossene Tür, die wir suchen. Und wir haben unsere Herzen maximal aufgefüllt. Das ist natürlich sehr gut. Und da ist die Tür, ja. Mach sie auf! Chantal? Mach die Tür auf! Mach die Tür auf! Oder habe ich den Schlüssel... Ich habe doch den Kampfturm gemacht in der letzten Folge, oder? Ich habe sie nämlich nicht mehr... Okay, ich hätte einfach nur nach oben drücken müssen. Alles klar, ich dachte, ich muss irgendwie die X- oder Kreistaste drücken, aber anscheinend nicht. Jetzt... Ach, Mensch. Oh, Moment, ein kleines Gem. Ich habe jetzt schon 500. Wow, kann ich aber immer wieder ordentlich shoppen gehen. Geht's dir gut? Oder ist alles eher weniger prickelnd bei dir gerade? Zersetz dich doch nicht in deine Einzelteile, du mieser Schleim.
Okay, da kommen wir nicht durch. Da müssen wir unten lang. Wie war das? Kann ich die... Nee, die, das Feuer kann ich nicht kaputt machen. Och, ich stelle mich aber auch wieder nicht besonders clever an hier. Okay, wie aktiviere ich nochmal den Super Pikenball? Ich glaube, genau, mit der zweiten Schultertaste geht das. Kann ich mir einen kleinen Vorteil verschaffen, aber das verbraucht natürlich magische Energie und davon habe ich nicht unendlich viel. Ich nehme mal an, dass da oben kann ich... Nee, ich kann... Doch, ich kann! Ah, okay, ich dachte schon, hä, wie komme ich denn da ran, wenn ich das nicht wegmachen kann? Da ist doch bestimmt auch irgendwas Interessantes drin. Nur wie genau kommt... Oh, Krabi. Wie viele das? Was gehen hier ab? 4 Stück auf einmal ausgenockt. Yay. Geht das echt nicht? Hä? Okay, da sind wahrscheinlich eh nur ein paar Gems drin, aber auch die kann ich gebrauchen. Auch nicht mit dem Pikenball komme ich daran. Hm, sehr mysteriös. Aber hier geht's durch. Kann ich auch hier runter, indem ich mich durch die... Nee, ich kann nicht durch die Plattform fallen. Dachte, wenn ich nach unten nur die Sprungtaste drücke. Das geht ja in vielen Spielen so. Aber hier ist das nicht der Fall. Hübsche Mädels. Hallo. Zu schade, dass ihr aus Stein seid. Wer nähert sich meinem magischen Brunnen? Na, ist Ihnen kalt? Ich spüre tief in dir eine rastlose Energie. Bündel deine Passion und lass die Magie Gestalt annehmen. Alakazam! Du hast den Elefantentanz erhalten! Halt einfach den Tanztaste schon wieder. Bäh. Halt einfach die Tanztaste gedrückt und lass ihn dann während deiner zweiten Bauchtanzaktion los, um dich zu verwandeln. Mit dem Elefantentanz kannst du die Hindernisse aus dem Weg räumen. Drücke die Tanztaste, um dich wieder zurück zu verwandeln. Ich wünsche dir viel Glück auf deinen Reisen. Ich muss ja sagen, Way Forward, die machen echt klasse Spiele, vor allem Chantal. Aber eine deutsche Übersetzung, da müsst ihr noch ein bisschen arbeiten. So, und wir können da nicht hoch. Wobei, nee, den Affen können wir auch nicht benutzen, weil die Wände nicht dafür gemacht sind. Man sieht ja da, der Affe kann da nicht hoch. Aber wir haben ja unsere neue Verwandlung erhalten. Einmal, zweimal und schon sind wir Terror! Und können alles aus dem Weg räumen. Vorher aber noch eben den Krug aufmachen. Ein Herz brauche ich, nehme ich, will ich. Eine erfreuliche Nachricht, die ich hier mal gerne noch kurz ansprechen möchte. Chantal in the Pirate's Curse, der Nachfolger zu diesem Spiel, erscheint am 30. September 2016 als Retail-Version im Handel. Also müsst ihr das Spiel nicht mehr downloaden, wenn ihr eventuell Bock darauf haben solltet. Dann könnt ihr es euch für euren 3DS kaufen. Und ich mag ja solche Sachen generell lieber. Ich mag es halt nicht so sehr, wenn meine halbe Download-Sammlung... Was heißt meine Download-Sammlung? Wenn meine halbe Spielesammlung aus Downloads besteht... Ich habe ja auch ein paar Downloads und Virtual Console Spiele auf meinen Konsolen, aber in erster Linie bevorzuge ich es natürlich, was in der Hand zu haben. Damit meine ich natürlich ein Spiel. Oh, wo kommt ihr denn her? Hey, Superhirn. Wohin geht's? Ja, wohin? Wer seid ihr Typen? Keine Angst, Chantal, richtig? Das Mädchen mit dem Hirn? Aus Gutteltown? Ja, sie ist die, über die sich immer... Was, nochmal? Sie ist die, über die sich unsere kleine Schwester immer auslässt. Ist er Trottitops Brüder? Ja, das stimmt. Abner Kadaver, der Älteste. Und das hier ist Poe. Wir sind hier, weil wir einen Vorschlag für dich haben. Der wäre... Nun, wir wissen, dass dein nächster Stopp der Hypnobaron ist. Seine Festung am Meer ist unüberwindbar. Da
kommst du ohne unsere Hilfe nicht rein. Es ist ein Labyrinth, das dich tief in die Klippen am Meer bohrt. Es ist gespickt mit Tricks und Fallen. Sehr, sehr gefährlich. Unser Angebot lautet wie folgt. Wir bringen dich rein. Im Gegenzug wollen wir, dass du uns Kaffee machst. Ernsthaft? Todernst. Du weißt sicherlich, dass es wilde, hirnfressende Zombies gibt, oder? Eine starke Tasse Kaffee ist das Einzige, was uns von ihnen unterscheidet. Also mach es. Du willst sicher nicht dabei sein, wenn meine Schwester mit den Augen klimpert und plötzlich wie wild über dich herfällt. Du brauchst eine Kaffeemaschine und ein paar frische Kaffeebohnen. Ach so, ich mag keinen Kaffee mit... Ich mag meinen Kaffee mit etwas verrottetem Ei. Gut. Bring alles zum alten Bootshaus und wir besorgen dich mit einem Weg ins Labyrinth. Alles verstanden? Ich verstehe schon, aber... Ich muss wirklich für euch Kaffee holen? Du musst es nicht tun. Aber viel Glück, wenn du ohne unsere Hilfe den Unterstupf vom Hypnobaron finden willst. Stimmt ja, da war was mit dem Kaffee. Ich muss Kaffee zusammentrommeln. Nur weiß ich jetzt gerade nicht, wo der Kram dafür ist. Was natürlich weniger gut für dieses Let's Play ist. Das heißt, ich müsste mal eventuell irgendwann nachschauen. Aber ich meine hier im Wald... Kurz auf die Karte geguckt. Ich meine, es gibt ja auch Stellen, wo wir noch nicht waren. Aber wenn wir hier lang gehen, okay. Ich speichere erstmal. Vielleicht ist im Wald ja eine Zutat, die wir brauchen. Also ab in den Hintergrund. Ich dachte, ich springe jetzt genau in den Gegner rein, aber zum Glück ist mir das nicht passiert. Das wäre ja mal total peinlich gewesen. Ich frage mich, ob wir diesen Steingolem da hinten auch schon aus dem Weg räumen können. Und ich frage mich auch, ob ich hier oben schon war. Weil ich es nicht genau weiß, gucke ich nach. Und tschüss, hast mich nicht erwischt, Edge Badge. Da ist eine Schatztruhe und... Ich meine, mit dem Elefanten kommen wir hier rüber. Genau, der slidet nämlich über den Boden. Vielleicht ist hier eine der Zutaten, die wir so sehr ersehnen. Kann man es wissen? Ich bin zu gespannt, was in der Schatztruhe ist. Ich weiß es gerade echt nicht. Du hast eine magische Marmelade erhalten. Yay. Nur habe ich voll vergessen, was man damit macht. Ich meine, damit konnte man die Lebensenergie erhöhen. Unglaublich, das kann man essen. Es ist ein Topf mit magischer Marmelade. Ich nehme mal an, ich brauche... wie geht das nochmal? Ich habe es echt vergessen. Es ist so lange her, dass ich dieses Spiel gespielt habe, Leute. Moment mal, kann ich nicht einfach oben durch? Kann ich nicht die Wand zerstören? Da muss ich jetzt nicht extra den Elefanten... Nehmen, okay, es geht nicht. Dann eben auf die umständliche Art und Weise und ich wäre fast darunter gefallen. Wow. Beim Elefanten sah das vielleicht nicht ganz so knapp aus, aber bei Chantal, meine Güte, ich war dem Tod verdammt nah. Naja, ich war dem Moment nah, dass ich ein halbes Herz verliere, aber das ist auch schlimm genug. Hey ihr, ich sehe euch. Kommt mal her. Komm. Ja, schön. Und du auch, komm. Komm her. Ich hab hier super Pikenball für dich. Der ist total schmackhaft und lecker und überhaupt nicht spitz. Und Geronimo! Ah, verdammt! Da kann ich nicht durch. Aber ich kann durch den Baum fallen. Jetzt will ich allerdings erstmal wissen, ob ich diesen Steingolem beseitigen kann. Na gut, wir haben noch nichts für den Kaffee gefunden, aber wir haben magische Marmelade erhalten. Das ist doch was. Nichts, was jetzt unserem Fortschritt helfen würde, aber hey, ich nehme jedes Sammel-Item entgegen, was ich finden kann. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir dich aus dem Weg räumen können. Der ist immer noch eine Etage weiter hinten. Ach nee. Was haben wir hier? War ich hier vielleicht schon? Ich weiß es also gerade nicht. Ja, da war ich schon.
hätte mir besser die letzten Parts auch mal angeguckt, dann wüsste ich jetzt genauer Bescheid. Oder zumindest ein bisschen genauer, ouch. Das war nicht sehr nett von dir. Ich war doch ein kleiner unschuldiger Affe. Wie kannst du einem kleinen unschuldigen Affen wehtun? Was sage ich da? Ich hasse Affen. Nicht mal Chantal als Äffchen mag ich. Irgendwie glaube ich, ich habe die Sprungplatte übersehen. Ich bin, glaube ich, genau daran vorbeigelaufen. Da oben ist sie ja. Nicht zertrümmern mich. Du kommst nicht vorbei. Und wie ich vorbeikommen werde. Bam. Okay, wo bin ich jetzt? Ich bin wieder auf dem Kürbisfeld gelandet. Hey, Vorsicht, putz dir mal die Zähne, Kollege. Also echt mal. Was für ein stinkiger Geruch aus dem Mund. Boah. Ah, ein Stein. Den kann ich natürlich als Elefant aus dem Weg räumen. Ah, Vorsicht, nicht in die Explosion geraten. Okay. Wenn wir tanzen, hält außerdem die ganze Welt vor uns an. Das ist echt schön. Okay, ich glaube... Wie war das nochmal? Ich meine, wir brauchen den Affen. Okay. Ich muss nochmal gucken. Ich weiß gerade echt nicht, wie es funktioniert. Ich meine, wir brauchen hierfür einen Power-Up. Dass der Affe dann hier schwuppdiwupp von einer Seite auf die andere düsen kann. Aber das haben wir noch nicht. Meine ich zumindest. Ich probiere mal kurz alle Tastenkombinationen aus, ob ich es nicht doch habe. Aber ich habe es anscheinend nicht. Ah, da explodiert es, da stinkt's. Ach komm. Ich bin noch nicht wirklich in den reingelaufen. Nur so vielleicht einen Millimeter. Jetzt wäre ein Herz nicht verkehrt. Auf keinen Fall. Ich habe nämlich nur noch zwei Stück. Eineinhalb meine ich. Ist das jetzt dein Ernst? Komme ich da echt nicht ran? Natürlich komme ich da ran. Was mache ich mir was vor? Oh, eine Schatztruhe. Es ist... Was ist denn das? Eine kaputte Kaffeemaschine. Oh! Wir waren doch auf der richtigen Spur hier. Gut, gut. Haben wir zumindest schon mal die kaputte Kaffeemaschine, aber sie ist kaputt. Vielleicht kann die ja jemand in der Stadt reparieren. Ist zumindest mein erster Gedanke. Mann, tu mir doch nicht weh. Wenn ich sterben sollte, komme ich zurück zum letzten Speicherpunkt. Ich rüste mal den Super Pikenball aus, damit das alles ein bisschen schneller geht. Könnte vielleicht einer von euch mal ein Herz droppen, das wäre sehr zuvorkommend. Nun gut, kein Herz, aber hey, du droppst doch bestimmt Geld. Na gut, Geld ist auch nicht verkehrt. Na gut, magische Energie, das wollte ich nicht unbedingt haben, aber für meinen Super Pikenball natürlich unverzichtbar. Nur wo ist jetzt das Sprungfeld? Es ist bestimmt oben auf dem Baum irgendwo. Oder Moment, ich werfe noch mal kurz einen Blick auf die Karte. Weil ich meine, irgendwo war hier auch eine Stelle, wo wir rauf konnten. Auf jeden Fall speichere ich erstmal. Ich weiß gar nicht mehr, heilt der auch meine KP, der alte Mann? Nee, aber okay, immerhin haben wir gespeichert. Gut, da war der Squid Baron, der ist ja jetzt für uns uninteressant. Aha! Ein Stein! Der muss weg! Aber sofort! Zack, zack! Oh, hier sieht's gefährlich aus! Der Tod ist allgegenwärtig! Und auch noch solche schönen Spielereien sind hier. Ah! Und ich falle erstmal voll runter. Ah! Bestens! Bestens, bestens, bestens. Ein weiterer Sturz oder ein weiterer Treffer und das war's mit mir. Chantal hält sich schon ganz schmerzend den Arm fest. Oh. Mega Man Explosion.
Das ist das erste Mal, dass ich in dem Spiel ein Game Over erlebt habe. Glaubt mir, Leute. Das ist mir bei meinem ersten Durchlauf noch nie passiert. Ich sollte mir vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben. Und vielleicht sollte ich auch mal ein paar Herzen zusammentreiben. Moment, warum trinke ich eigentlich nicht dieses Getränk hier? Genau. Und schon geht's mir wieder gut. Jetzt werden wir auch, denke ich mal, diesen Stein wieder aus dem Weg räumen. Und diesen kleinen Hindernis-Parcours überstehen. Puh, kann ich den besiegen? Nee, leider nicht. Und die toten Schädel warnen mich, dass überall Gefahr lauert. Wow. Manchmal habe ich das Gefühl, die Ketten sind mit Butter eingeschmiert. Ich hoffe, es gibt sowas wie einen Warp-Point, der einfach zurückgeht, weil ich habe keinen Bock, das auch nochmal den ganzen Weg zurückzulatschen. Oh, was haben wir hier? Kaffeebohnen! Hey, jetzt brauchen wir nur noch das Ei und jemand, der die Maschine repariert. Moment mal, könnte ich nicht einfach sterben und wieder zurück zum Respawn-Punkt kommen? Ja, also, hab zwar ein halbes Herz verloren, aber es ging um einiges schneller. Jetzt schaue ich mich aber noch mal ein bisschen um, ob hier nicht noch irgendwo ein Stein ist. Anscheinend nicht und weiter kann ich nicht gehen. Also wieder zurück. Ich würde mal sagen, wir benutzen jetzt den Warp-Point, um in die nächste Stadt zu kommen. Oder besser gesagt, in die einzige Stadt zu kommen. Moment, wenn ich schon mal hier bin, dann frage ich doch mal noch bei den netten alten Mann nach, ob er für mich speichern kann. Das ist nämlich immer sehr zuvorkommend von ihm. Und er hat so einen wunderschönen Rauschebart. Darf ich den mal anfassen? Oh, der ist so schön flauschig. Mm. Ja, Vorsicht! Spinnen schießen irgendwelche komischen Sachen. Wahrscheinlich ein Netz. Upsi! Das hätte durchaus schief gehen können. Bin ich jetzt schon auf der richtigen Ebene? Ich drück mal Pause anstatt das Touchfeld. Ich muss auf das Touchfeld der PS4 drücken. Oh, wir sind schon. Sind wir jetzt schon eins zu weit oder sind wir auf der richtigen Ebene? Das ist auf der Karte irgendwie ein bisschen schwer zu erkennen. Ich werde mein Glück hier drüben mal versuchen. Nee, das ist anscheinend falsch. Also muss ich mal wieder eine Etage springen. Und da müsste der Warpoint direkt da hinten sein. Warpoint, ich komme zu dir. Lauf bloß nicht weg. Hier kommt die hübsche Chantal. Und darf ich dich diesmal bringen? Du kannst mich bitte... es gibt gar keinen Teleporterpunkt direkt in die Stadt. Also muss ich das nächstbeste nehmen. Fliederfelder. Gehen wir doch einfach dahin. Zu den Fliederfeldern beamen? Ja, bitte. Das wäre sehr zuvorkommend. Hui! Danke, liebe Statue, danke. Ich würde dich knuddeln, aber du bist hart und steif und what? What the fuck? Oh, geht das schon wieder los? Eigentlich könnte ich auch ein bisschen an den Gegnern vorbeilaufen, aber... sie hinterlassen halt Geld und Geld kann ich gebrauchen. Ich werde gleich mal eine kleine Shopping-Tour machen, wenn ich wieder in der Stadt bin. Heißt aber ja auch nicht, dass ich jeden Gegner jetzt besiegen muss. Autsch. Aber wenn schon zwei Dummdödel so elegant vor mir umherlaufen, dann werde ich sie auch mal eben aus dem Weg räumen. Da habe ich kein Problem mit. So, die Frage ist jetzt, wer kann mir die Kaffeemaschine reparieren? Wer hat hier nochmal gewohnt? Ach du, ich habe deinen Namen vergessen. Sorry. Hey, Chantal. Du hast Kaffeebohnen und eine Kaffeemaschine? Brauchst du etwas Hilfe? Ja, du könntest mir sagen, wo ich das Ei finde. Oh je, das nicht zu machen. Die Kaffeemaschine ist nicht zu gebrauchen. Aber nichts, was mein Wrench nicht reparieren kann. Komm schon, Junge, mach, was du am besten kannst.
Weit aufmachen! Es sollte noch ein verrottetes Ei in den Kaffee. Du hast dir vielleicht ein Ei, was du mir leihen könntest? Du strapazierst die Grenzen unserer Freundschaft wirklich ganz schön. Dank dir habe ich viel zu oft verrottete Eier. Komm nicht mit diesem Hundeblick. Ein großer Kaffee mit extra viel Gestank. Du hast eine Latte erhalten, das klingt komisch. Du hast eine Latte erhalten, meine Güte. Hatte ich das verrottete Ei schon? Wenn ja, dann habe ich es voll verpeilt. Ich schulde dir was. Schluss mit der Arbeit als Zombie-Barkeeper. Danke, Sky. Ranch. Ach, Sky hieß sie, genau. Ihr seid die besten Freunde überhaupt. Nun bringen den Kaffee zum Bootshaus. Ja, als ob sie das jetzt machen würde. Nein, wir müssen das natürlich schön selber machen. Nur wo war jetzt nochmal das Bootshaus? Irgendwo, wo Wasser ist bestimmt. Wir sollen uns die Bäuche reiben. Das bringt Glück. Oh, soll ich dir dein Bäuchlein reiben mit meinen schönen Haaren? Oh, das gefällt dir doch bestimmt, du dicker kleiner Mann, du. Naja, klein ist er nicht, aber dick. Er ist ein dicker Mann. Geh weg. Ah, okay. Ich würde mal sagen, hier hinten ist das Bootshaus. Nur noch an diesem Golem vorbei. Oh, oh. Eine Meerjungfrau, die... Was? Was machst du da? Glaube nicht, du kannst es mit mir aufnehmen. Ich werde dich besiegen. Du Unholden. Lecker Backfisch. Moment mal. Habe ich nicht eigentlich gesagt, ich wollte shoppen gehen? Ja, das habe ich gesagt. Ich sollte darauf zurückkommen. Hüpf. Einfach so, weil es mir Spaß macht. Hüpfen macht Freude. Gut, der Laden war, ich meine, er war genau hier. Ja, diesen Typen würde ich überall wieder erkennen. Es ist der Händler. Willkommen in Itemladen. Was wollen wir denn diesmal Schönes uns besorgen? Super Seidencreme. Glättung und Form für maximale Haarpower. Hm. Dafür brauchen wir dreimal die Marmelade und 300 Gems. Magienachfüllung, Anziehungsmagie. Hm, ich würde mal sagen, wir kaufen die Super Seidencreme. Jetzt haben wir zwar nichts mehr Marmelade, aber unsere Haare sind ja super schnell und super stark. Gut, dann würde ich auch mal sagen, für heute belassen wir es dabei. Ich werde jetzt auch ein bisschen auf- und abspringen, weil ich so viel Spaß daran habe. Und sage dann mal bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge wird dann hoffentlich bald schon kommen. Ich möchte dieses Let's Play auf jeden Fall bald zu Ende bringen. Es geht ja nicht mehr so lang. Es gibt jetzt nur noch einen wirklichen Dungeon. Und ja, dann noch einen Abschluss-Dungeon. Eigentlich sind es dann noch zwei, wenn man so betrachtet. Aber naja, die werden wir dann in nächster Zeit mal in Angriff nehmen. Bedanke mich wie immer fürs dabei sein, Leute. Hinterlasst doch mal einen Kommentar. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ja, erstmal hier oben rum alles schick machen, ne? Damit wir nächstes Mal auch vorzeigbar sind. Würde ich auch mal sagen. Okay, dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.